Moin Freunde, eine der brandneuen Waffen in Season 2 ist die ISO Hemlock. Sie kommt aus der Sturmgewehr-Kategorie und bietet dir eine weitere interessante Möglichkeit, die Gegner in die Knie zu zwingen und den einen oder anderen richtige Kopfschmerzen zu bereiten. Die ISO Hemlock kämpft sich jetzt schon an die Spitze der Sturmgewehre. Und mit unseren Aufsätzen erhöhen wir nicht nur den Schaden, sondern auch die Mobilität. Und jetzt lasse ich euch nicht mehr lange warten und fange gleich mit dem ersten Aufsatz an. Kommen wir jetzt hier zum ersten Aufsatz für diese Waffe und hier diesen Aufsatz habe ich gewählt, um die vertikale und horizontale Rückstoßkontrolle zu verbessern. Das heißt also, du kannst mit diesem Aufsatz beim Schießen besser auf dem Gegner bleiben und jetzt kümmern wir uns als erstes um die Stabilisierung vom Rückstoß. Dazu musst du den linken Regler auf 0,8 stellen und um die Waffenrückstoßkontrolle zu erhöhen, musst du den unteren Regler auf 0,35 stellen. Und hier beim zweiten Aufsatz werden wir die Waffe ein bisschen auf Reichweite trimmen, denn hier verbessern wir die effektive Reichweite, die Geschossgeschwindigkeit und die Rückstoßkontrolle. In den Tuning-Einstellungen musst du den linken Regler auf 0,39 stellen. Somit verbesserst du die Rückstoßstabilität und mit dem unteren Regler erhöhen wir noch die effektive Reichweite. Dazu musst du den Regler auf 0,4 stellen. Kommen wir jetzt zum Visier und das Visier benutze ich eigentlich nur, um den Gegner besser anzuvisieren zu können. Einen kleinen Nachteil hat das Visier, denn hier wird die ZV-Geschwindigkeit verschlechtert. Das werden wir in den Tuning-Einstellungen aber wieder ändern. In den Tuning-Einstellungen angekommen, musst du den linken Regler auf minus 3,0 stellen, um die ZV-Geschwindigkeit wieder zu verbessern. Und jetzt benutzen wir diesen Schaft, um das Bewegungstempo beim Zielen und das Sprinttempo zu erhöhen. Damit machst du dich schneller und agiler mit der Waffe. Und um diesen Aufsatz noch besser für diese Waffe zu machen, sind wir jetzt hier in den Tuning-Einstellungen und müssen den linken Regler auf minus 4 stellen, um die ZV-Geschwindigkeit zu verbessern. Und mit dem unteren Regler werden wir das Bewegungstempo beim Zielen erhöhen. Dazu musst du den Regler auf minus 2,4 stellen. Jetzt haben wir hier noch den Griff und den habe ich gewählt, um das Nachsprint-Schusstempo zu erhöhen. Das heißt also, du bist nach dem Sprinten schneller schussbereit und zusätzlich erhöhen wir noch die ZV-Geschwindigkeit. In den Tuning-Einstellungen können wir hier noch die Rückstoßstabilität verbessern. Dazu musst du den linken Regler auf 1,0 stellen und um das Nachsprint-Schusstempo weiter zu erhöhen, musst du den unteren Regler auf minus 0,45 stellen. Hier zeige ich dir noch die Übersicht von den Aufsätzen, die ich an der Waffe verwendet habe. Und wenn du weitere Tipps und Tricks, Waffenguide zu MW2 und Modern Warfare 2 haben möchtest, dann lass ein Abo da und hier habe ich noch ein weiteres Video für dich, wie du deine Grafik verbesserst und dadurch mehr Kills machst.